Die Radio PSR Spendensongs. Jeder Song hilft. Nur bei Radio PSR. Ich hatte einfach keine Kraft mehr, schon nach 20 Minuten oder so. Und da schien mir, dass irgendwas kann ja nicht stimmen. Ja, und dann wusste ich halt richtig, wo was arg Schlimmes, wo es dann angefangen hat mit den Brustschmerzen. Die dann auch sich über einen längeren Zeitraum, die einfach dann da waren und die einfach nicht weggegangen sind. Da wusste ich schon, also hier kann irgendwas nicht stimmen. Ich habe erstmal gedacht, oh mein Gott, warum ich jetzt? Ich habe nichts Böses gemacht oder so. Ich war einfach wie aus dem Leben rausgerissen, weil du bist darauf einfach nicht gefasst, dass auf immer so eine Diagnose kommt, dass du Krebs hast. Das ist einfach wie einfach ein Schlag ins Gesicht. Stets an seiner Seite eine liebevolle Familie. Sie unterstützt Dennis, wo sie nur kann. Doch zunächst gilt es, eine solche Diagnose zu verkraften und vor allem auch zu verstehen. Ja, man muss mal wissen, was das ist. Wenn man einfach so gesagt kriegt, Hodgkin, tja, Grippe, Husten, weiß ich nicht, was das ist, ja. War schon schwierig. Und dann hat es mir meine Frau erklärt und dann, ja, Sprachlosigkeit, dann ist man eigentlich am Grübeln. Und das Schlimme ist eigentlich gewesen, man kann nichts tun. Das war's. Persönlich jetzt, wa? So, man kann keinen Tee kochen oder was weiß ich, einen Zwieback oder das geht dann alles nicht. Absolute Hilflosigkeit. Ja. Ich habe mir auch Sorgen gemacht. Und ich habe mir richtig doll Sorgen gemacht, weil es mein einziger Bruder ist. Doch Dennis kann geheilt werden. Er besiegt den Krebs. Dank dem Fortschritt der Medizin geht es ihm heute wieder richtig gut. Und so will er auch anderen Mut machen. Also auf jeden Fall nicht den Kopf hängen lassen. Immer positiv denken, das ist ganz wichtig, dass man immer eine positive Einstellung hat, dass man selbst dran glaubt, die Behandlung schlägt an, ich muss das packen. Und ja, ganz wichtig ist, dass man auch die Unterstützung von Freunden hat, von Eltern hat. Ich fand so, dann hat die Behandlung auch viel besser angeschlagen, weil du warst selber davon überzeugt, dass das funktionieren muss.